Willkommen zurück zu Let's Play Super Castlevania 4. Das war ein verdammt knapper Sprung, den möchte ich, wenn es geht, nicht unbedingt wiederholen. Hopp. Ja, wir haben es immer noch mit diesen fechtenden Vollpfosten zu tun, die alles andere als unterhaltsam sind. Hallo. Und ja. Hopp. Boom. Spür die Zerstörung. Oh, Moment, ich habe einen Bumerang. Woher hab ich den denn? Ja. Klettern wir dann hier. Zack, zack. Hopp. Und go. Ein Batman. Beziehungsweise hinter mir scheint eher Man-Bat zu sein. Jump. Lasst mich in Ruhe, ihr fledernden, flatternden Viecher. Und tschüss. Und diese Nervositäten. Oh, kleinen Moment, da bin ich wieder. Telefon hat geklingelt. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich es raus editiere. So, hoch. Da wir jetzt den Boomerang haben. Na! Sehr nice. Okay. Hoppala. Nein, 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 nein. Ho, 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 ho. Komm. Laufen, 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 laufen. Das komische Todeschakra da unten darf mich nie erwischen. Ja, mach du mal dein Golem-Ding da. I don't care. Schwing, 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 hopp. Perfekt. Wasser. Ah, dieses Mal darf ich nicht an diesen dummen Stacheln sterben. Jumpen. Jumpen. Oh, da war knapp. Nein! Nein! Falsch einkalkuliert. Screw you! You traitor! Traitorous people! 1, 2, 3. Voll falsch kalkuliert, aber macht nix. Hoch, hoch, hoch. Das ist gar nicht mal so leicht. So. Ich würde sagen, seriously, und dann läuft er weg. Dann, 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 dann. Jump! Das war ein super 1A-Sprung. Face my skills and die. Na, zu hoch gesprungen. Noobie noobie noob skills. Jumpen. Kann halt nicht. Kein Bock wegen dem zu sterben. Nein, 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 nein. Hör auf, da festzuhängen, ey. Ganz ehrlich. Simon, du enttäuscht mich. Oh, fuck. Wenn mir das passiert, kann ich direkt runterspringen. Und Editing Skills.
Da bin ich auch schon wieder. This time. Nein. Zu früh. Ein zu früher Sprung würde mein Ende bedeuten. Gut, dieses Klingending da oben. Da unten. Auch, aber dann wiederum alles hier bedeutet mein Ende. Niemals, ihr kriegt mich nie. Jumpin' Whipping Man. Komm schon. Dann hättest du jetzt wirklich nicht counten müssen. Und gütiger ist es schwer. Hoppala. Naja, wenigstens ist die Musik. Jumpen, whippen. So, hopp. Ja, schneller. Ja, mach mal dein Golem-Ding da. Direkt auf die Treppe geschwungen, okay. Okay, jetzt kommt der wichtige Teil. Ja. Nein! Ich beiß diesen verdammten Controller! Das Problem ist, es ist eigentlich extrem simpel und ich hätte es auch schon längst erledigen müssen. Dann so vorsichtig so an. Schaff ich das vielleicht? So. So, die Treppen sind ja nicht so ein Problem. Eigentlich sind viele Teile hier kein Problem. Es ist einfach nur mal dieses richtige Timing. Wann springe ich, wann schwupp ich, wann kommt ein Gegner. Warum werde ich auf einmal mit Akzent und einem komischen Akzent, den es überhaupt nicht gibt? So, jetzt sind wir wieder. Dieses Mal Konzentration. Willst du mich verkacken? Warum kam da dieses Mal kein Podest? Zum Glück braucht dieses komische Kreiselding vergleichsweise recht lange. Willst du mich? Editing Time. Und da sind wir auch schon wieder. Okay, dieses Mal. Dieses Mal behalte ich auch so meinen komischen Boomerang. Seriously, fucking me. Okay, egal. Nicht provozieren lassen. Weitermachen, wie gehabt.
Da habe ich dieses Mal drüber gar nicht nachgedacht, dass da eigentlich ein Bekloppter mit einem Degen steht. So viele ausgelassen, dass ich die Whip, die Special Whip dieses Mal so spät erst kriege. Na ja, gut, so mega. Also. Schlechtestes Timing aller Zeiten. So, weiter geht's. Perfekt, du Fechtler, Degen, Heini. Ach, ernsthaft wieder Podest. Ich dachte jetzt schon, ich wäre endlich am Ende. Was? Ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.